Heute ist ein wichtiger Tag für die saarländische Polizei. Heute ist ein wichtiger Tag für das Saarland insgesamt. Ich habe heute einen Organisationserlass unterzeichnet und Kern dieser Polizeireform, dieses Organisationserlasses ist es, dass ab morgen eine neue Behörde, eine neue Polizeibehörde errichtet wird. Es handelt sich um das Polizeipräsidium, das Landespolizeipräsidium. Ich habe nach der Kabinettssitzung heute Morgen der neuen Polizeiführung ihre Bestellungsschreiben aushändigen dürfen. Herr Norbert Rupp, der zu meiner Linken sitzt, wurde bestellt als neuer Leiter des Landespolizeipräsidiums. Und Herr Hugo Müller wird künftig ständiger Vertreter des Leiters des Landespolizeipräsidiums. Das sind die Personalentscheidungen, die einhergehen mit den Strukturentscheidungen für unsere Polizei. Für die Menschen im Saarland werden die Veränderungen innerhalb der Polizei kaum bemerkbar ablaufen, weil eben die Präsenz der Polizei in der Fläche, also dort, wo der Normalbürger die Polizei antrifft, die Polizei präsent bleibt in ihrer gewohnten Form. Es gibt an einer Stelle Veränderungen, was die Fläche betrifft. In neuen Polizeiinspektionen wird nachts nicht immer eine rund um die Uhr Besetzung mehr vorhanden sein. Aber wir werden die Nachbardienststellen personell verstärken. Einheiten der Bereitschaftspolizei und verstärkte Nachbardienststellen übernehmen dort notwendige Einsätze. Insgesamt werden in den nächsten 10 Jahren rund 300 Stellen innerhalb der Polizei abgebaut. Ich will das auch ganz klar sagen, das ist ein wesentliches Thema auch dieser Reform. Sie wissen, dass das Land sich in einer unverschuldeten Haushaltsnotlage befindet, dass wir mit einer Schuldenbremse leben und deshalb führt auch im Bereich der Polizei an einem längerfristigen Personalabbau kein Weg dran vorbei. Das war auch eine der Vorgaben dieser Reform, dass es einen optimierten Personaleinsatz gibt. Ich bin froh, dass die Kommission einen Entwurf vorgelegt hat, einen Vorschlag gemacht hat, der diesen Sparnotwendigkeiten Rechnung trägt, der aber auf der anderen Seite auch ganz klar zum Ausdruck bringt und sagt, die Polizei wird keine ihrer Aufgaben künftig abgeben. Das heißt, es gibt keine Notwendigkeit, bisherige Aufgaben, die die Polizei bisher ausübt, entweder an Kommunen oder an Private abzugeben. Wie schaffen wir das? Es ist ja im Grunde eine Quadratur des Kreises, alle bisherigen Aufgaben wahrzunehmen und trotzdem im Laufe der Jahre 10% der Stellen innerhalb der saarländischen Polizei abzubauen. Wie geht das? Es geht dadurch, dass man Synergieeffekte schafft, dass man Personal optimierter einsetzt, dass man die technischen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, auch optimal dann nutzen. Beim Thema Veränderungen von Organisationsstrukturen, Synergieeffekte, will ich 2 oder 3 Beispiele herausgreifen. Zunächst einmal selber das Polizeipräsidium, das Landespolizeipräsidium. Es entsteht ja dadurch, dass die beiden bisherigen Behörden, Landespolizeidirektion und Landeskriminalamt, zusammengeführt werden. Eine Ebene darunter, im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung, gibt es ebenfalls eine Zusammenführung. Die Kriminalpolizeiinspektion, die bisher in der Landespolizeidirektion eingegliedert war, wird zusammengeführt mit dem Landeskriminalamt, mit dem LKA, also auch dort eine Zusammenführung von Organisationseinheiten mit dem Ziel, Synergieeffekte zu schaffen bei gleichbleibend guter Aufgabenerledigung. Und ich will ein drittes Beispiel nennen, wo sich Optimierungspotenzial ergibt. Es gab bisher die Ebene der Polizeibezirke, vergleichbar der Kreisebene, der Regionalverbandsebene. Diese Ebene wird ersatzlos wegfallen. Von daher haben Sie an 3 Stellen Beispiele dafür und wo wir optimieren. Und ich will schließlich noch hinzufügen, dass wir ja mittlerweile die Führungs- und Lagezentrale der Landespolizei voll im Wirkbetrieb haben. Diese FLZ hat sich bewährt. Wir steuern mittlerweile Einsätze ganz anders, als das früher der Fall war. Da haben wir hochmoderne Technologie, die natürlich auch dazu beiträgt, dass die Polizei effizienter und rationeller arbeiten kann. Für mich hat diese Polizeireform Bedeutung weit über die Polizei hinaus an 2 Stellen. Nämlich ganz allgemein, dass es Sinn macht aus meiner Sicht, dass es trägt
und dass es zu guten Ergebnissen führt, wenn Sie diejenigen, die von Veränderungen betroffen sind, mit einbinden. So war das in unserer Arbeitsgruppe. Die war ausschließlich besetzt durch Polizeibeamte aus dem Saarland oder durch Polizeiexperten aus dem Saarland. Das Polizeipräsidium wird morgen errichtet. Parallel dazu bestehen Landespolizeidirektion und LKA noch eine Zeit lang weiter und die werden dann in einigen Monaten zum Anfang des Jahres 2012 überführt, insgesamt dann in das Landespolizeipräsidium. Das heißt, es ist sowohl weitere Personalentscheidungen wie weitere Umsetzungsentscheidungen jetzt notwendig. Ich freue mich, dass ich Norbert Rupp und Hugo Müller gewinnen konnte, diese beiden sehr, sehr wichtigen und verantwortungsvollen Positionen auszufüllen. Beide sind hochkompetente und erfahrene Polizeibeamte. Beide haben unterschiedliche Wege in unserer Polizei genommen, aber beide sind Polizeibeamte und Führungspersonen, die unsere Polizei sehr, sehr gut kennen, die aber auch insgesamt im Land sehr gut vernetzt sind, die das Land und Leute und vor allen Dingen Entscheidungsträger in unserem Land hervorragend kennen. Das ist wichtig für Führungspositionen in unserer Organisation, in der Polizei. Von daher freue ich mich, dass beide bereit waren, diese Berufung auch anzunehmen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Oftmals ist es so, dass Organisationen gestrickt werden um Führungspersonen herum. Das zeigt die Praxis um uns herum. In diesem Fall ist es aber so, dass eine Organisation entwickelt wurde rein an den Interessen, an den Bedürfnissen einer Organisation. Das heißt, es wurde zunächst die Organisation entwickelt und dann sind die Führungsverantwortlichen sozusagen draufgesetzt worden. Für mich bestand eine ganz besondere Herausforderung darin, die Interessen, die ich ja in jetzt 7 Jahren Führungsverantwortung in Saarlouis kennengelernt habe, von Bürgermeister, Oberbürgermeister, von Bürgern bei vielen Demonstrationen auch artikuliert, jetzt einfließen zu lassen in diese Projektarbeit hier und dann in der Tat eine Organisation entwickeln zu dürfen, bei der die ganzen erkannten Schnittstellen aus dem täglichen Leben heraus, aus dem polizeilich praktischen Leben heraus, im Grunde genommen wegfallen. Und dass man dann auch noch erlebt, dass die ohne politische Prädominanzen auch 1:1 umgesetzt werden, macht es natürlich zu einer großen Herausforderung, ein solches Angebot, die Leitung einer solchen Behörde zu übernehmen, anzunehmen. Der entscheidende Ausgangspunkt für die Beteiligung der Gewerkschaft der Polizei im Saarland ist zu sehen im Landesdelegiertentag, den wir im April 2010 mit Innenminister Toscani gemeinsam gestalten konnten. Wir haben dort feststellen müssen, dass die Auswirkungen der im September 2009 verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse im Saarland quasi keine rein politische Aufgabe, sondern eher eine mathematische ist und dass es natürlich darum geht, auch in der Polizei Einsparpotenzial zu generieren, an dem man nicht vorbeikommt. Wir haben deswegen im eben schon erwähnten Landesdelegiertentag April 2010 als Gewerkschaft selbst die Forderung formuliert, eine Organisationsreform herbeizuführen. Und Minister Toscani hat einige Monate später in einem Gespräch mit mir gesagt, er ist der Überzeugung, dass eine solche Reform notwendig ist und bietet eine Mitarbeit an, um gemeinsam zu guten, auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Polizei arbeitenden Menschen, guten Ergebnissen zu kommen. Wir haben diese Chance, dieses Angebot genutzt. Ich selbst habe mit großer Überzeugung mitgearbeitet und für mich war es natürlich wichtig, insbesondere auf die sozialen Belange aller Beschäftigten zu achten, am Ende auch ein Ergebnis zu haben, bei dem zwar Stellen in Wegfall geraten, aber durchaus auch etwa Funktionsstellen, Beförderungsmöglichkeiten, Verwendungsmöglichkeiten ohne großartige räumliche Veränderungen für die Beteiligten herbeizuführen. Gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass eben eine entsprechende intensive Berücksichtigung der Sicherheitserwartungen der Menschen im Saarland möglich bleibt. Das war am Anfang eher ein Kunststück, hat sich später aber auch als mögliche Chance dargestellt, als Möglichkeit tatsächlich etwas in die Tat umzusetzen. Und ich habe das gute Gefühl gehabt, dass dieses gemeinsame voneinander lernen, miteinander entwickeln, aufeinander hören, auch dafür gesorgt hat, dass ein gutes Produkt entstanden ist. Das ist auch der Grund für mich gewesen, die Frage des Ministers in der Polizeiführung mitzuarbeiten, mit Ja zu beantworten.
Und ich bin persönlich auch sehr überzeugt, nicht nur von dem Ergebnis, sondern von dieser politischen Idee, dass auch Gewerkschaften Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit den politisch und ministeriell Verantwortlichen etwas zu entwickeln im Sinne der Menschen im Saarland.